Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect Andromeda. Hier zurück bei der wunderschönen Reliktstation, so nenne ich sie jetzt einfach mal, bei diesem Ding, was hier so irgendwie die Atmosphäre verändern kann. Ja, und was mir ganz doll auf dem Herzen liegt, ist, dass ich mich auf jeden Fall für die ganzen letzten Parts entschuldigen muss, hier von Mass Effect, die einfach von der Qualität her mega scheiße waren. Ich habe lange nach dem Fehler gesucht. Hab aber leider feststellen müssen, dass ich es irgendwie nicht hingekriegt habe, diesen Fehler zu beheben. Aber ich wollte euch ja trotzdem Content bieten. Und gerade im letzten Video war das ja katastrophal, dass da irgendwann alles noch am Ruckeln war und die ganze Passagen fehlten. Und dass der Ton dann irgendwann sich selbst verschoben hat und immer asynchroner wurde und das wurde immer schrecklicher. Da habe ich gedacht, Alter, jetzt hieß es mal die Notbremse. Deshalb konnte der heutige Part auch erst mega spät. Und zwar habe ich jetzt nach mehreren Stunden Testen mein Aufnahmeprogramm gewechselt. Und auch mein Bearbeitungsprogramm habe ich gewechselt, weil das, was ich dann mit dem Aufnahmeprogramm aufgenommen hatte, konnte mein altes Bearbeitungsprogramm auch nicht mehr verwerten. Insofern musste das auch gewechselt werden. Und da habe ich mich jetzt viel schlau geguckt mit Tutorials auf YouTube und auch sehr viel schlau gelesen. Und ich hoffe, das wird jetzt alles besser. Insofern starte ich mal gleich durch und ich hoffe, ihr habt ein flüssiges Bild, was würde ich so awesome finden. Das ist mega. Pathfinder, eine weitere verstorbene Kolonistin. Wenn Sie mir den Namen geben, aktualisiere ich die Unterlagen und kennzeichne den Leichnam für eine Bergung. Ja, es ist auch mir auf jeden Fall ein inneres Bedürfnis, euch zufriedenzustellen. Also ich meine... Natürlich, ich versuche die Videos zu produzieren, weil es mir erstens Spaß bringt, aber ich möchte euch ja auch irgendwie ein Produkt liefern. Und wenn das Produkt scheiße ist, ist es auch klar, dass das ab momentan erst so wenige Leute zugucken. Aber es wird ja vielleicht noch mehr. Und deshalb muss ich einfach Gas geben. Das habe ich mir jetzt selbst gedacht. Es muss besser werden. Und da habe ich jetzt wie ein Verrückter dran gearbeitet. Und in meinen Testaufnahmen, die ich so gemacht habe, funktioniert es ziemlich gut. Am Anfang funktioniert es noch nicht richtig zu bearbeiten, dadurch teilweise kein Ton oder kein Bild. Was ein bisschen doof war. Aber mit der Zeit habe ich das dann doch hinbekommen und es hat funktioniert. Und das sollte jetzt natürlich auch hier im Video funktionieren. Falls es nicht funktioniert, habe ich mich wahrscheinlich schon erschossen und ihr würdet das Video gar nicht zu Gesicht bekommen. So, jetzt bin ich aber erstmal planlos durch die Gegend gefahren und jetzt gucken wir schnell auf die Map, wo wir hin müssen. Hier ist was aktiviert, dass wir nach Erinnerungsauslösern suchen sollen und hier ist, dass wir zurück auf die Tempel sollen, weil ich irgendeine Mission verfolge, die kacke ist. Da müssen wir nämlich zurück. Deshalb gucken wir mal hier Riders, verschollene Archen. Das sind Verbündete und Beziehungen und Priorisierte Operator. Das ist hier die Atmosphäre-Strahlo beseitigen. Das möchte ich verfolgen. Sollte ich jetzt auch hinbekommen. Ja, dann fahren wir als erstes hier hin. Ich glaube, da können wir einfach der Straße folgen. Oh, ich habe auch im letzten Video jetzt hier mit dem Boost, das erste Mal, dass wir den Boost beim Nomad benutzt haben, also so richtig. Ich habe auch gesehen, wie mega asynchron das war und ich saß und dachte mir so, Alter, das kannst du doch nicht abliefern. Aber ich konnte es halt auch nicht neu aufnehmen, weil der ganze Spielstand ja dann verloren gehen würde. Pathfinder. Geißel hat diese Reliktstätte erreicht. Feindliche Aktivität präsent. Was passiert denn jetzt, wenn ich mich mit dem Kugel? Achtung! Relikte! Genau zwischen die Augen! Die Viecher auch alle unsichtbar machen können. Ich werde verrückt. Einer weniger. Element Zero. Oh, geile Scheiße. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Was ist das hier?
Die Systeme versagen, Pathfinder. Ich muss zurück. Zurück in den Nomad. Ja, auf jeden Fall würde es mich jetzt auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Videos jetzt sehen, so sehen würdet, wie ich sie sehe. Einfach nur richtig geil von der Qualität her. Ja, wobei das Aufgenommene, das wäre ja bei mir auch schon scheiße. Dann da solche Dingsviecher. Ich hab grad den Namen vergessen, die Cat. Ich glaube, wir müssen hoch. Wir müssen hier rechts abbiegen. Zumindest hoffe ich, dass es jetzt alles wunderbar funktioniert. Wie gesagt, die Aufnahmen waren mir ja auch ja schon schwarz, wenn ich das gerendert habe. Und dann habe ich auch gesehen, oh, das ist alles kacke. Da dachte ich mir so, nein, oh. Das war ja nicht nur Mass Effect, das war ja auch Mafia 3. Und teilweise auch Dead by Daylight. Wobei Dead by Daylight war schonender in irgendeinem gewissen Sinn, den ich nicht verstanden habe. Und deshalb hat es weniger gekrokelt oder es war weniger anspruchsvoll. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Oder was auch immer. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Sehen Sie, dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Cat-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Cat und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen. Aber gut, dieser Ort ist perfekt. Wenn wir den Himmel noch sauber kriegen, könnte das unser neues Zuhause werden. Okay, interessant. Ich meine, ich glaube, hiermit ist das hier gemeint. Weil das sieht eigentlich. Das ist eigentlich schon geil für eine Basis, ne? Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich habe ja schon im Vorfeld gelesen, dass man hinterher seine die Basen. Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben Sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind Sie hier. Was auch immer das Ding da jetzt macht. Ding baut da jetzt irgendwie Sachen ab, glaube ich. So, hier haben wir auf jeden Fall Relikte und ich glaube, hier komme ich ohne mein Nomad gerade nicht weiter. Ich kann gerade nicht aussteigen. Ah doch. Ey, hier komme ich mit meinem Nomad nicht weiter, nicht ohne mein Nomad. So, offenbar keine Strahlung. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Was ich aber auf jeden Fall sehe, sind Beobachter. Noch mehr Reliktbots. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Fällt mir auch gerade auf. Ist er nicht? Er scannt nicht mehr. Wie ist das so feindselig? Ganz keine mal direkt zwischen den Augen. Hier ist nämlich die Fachstelle. Beziehungsweise deren Kopf. Alle Relikte am Boden. Und ich meine, wenn ich das nutzen kann, da auf die Köpfe zu schießen, dann mache ich das natürlich. Lexi, wir haben eine Wand. Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben. Wir sind nah dran, ich weiß es einfach. Sobald unser Linguist ist, werden wir dieses Rätsel lösen.
Hier ist so viel Technologie, sie muss uns einfach irgendwie weiterhelfen. Und dann sehe ich auch endlich Kari wieder. Unser Start war vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden es schaffen. Wir... Pavlov, Emira S. Verstanden. Danke, Ryder. Dann, ich glaube, ich habe mal wieder das Datenpad abgebrochen. Das wollte ich nicht. Ah, Analyse, Entschlüsselung aufgrund fehlender Glypheninformationen nicht möglich. Kennen Sie die Umgebung auf Glyphen? Glyphen ansehen. Oh, ich habe hier Kontrolle gekauft, ne? Aha, das will ich gar nicht. Zu. Abbrechen. Enter. Das gibt's doch nicht. Ah, so. Ich würde sagen, uns fehlt noch etwas. Mal wieder da oben drauf. Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Das war's. Bekanntes Resonanzgerät. Ich frage mich hier, ob sie falsch haben wird. Ja, gut gemacht, Ryder. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Glyphen. So, sind das quasi unsere Schlüssel. Dann gucken wir mal, was wir für Glyphen haben. Hier, ich glaube, der hier war das, ne? Lösung absenden. Oh, Fehlschlag. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Nicht gut. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Hoppla. Was passiert, wenn man... Das war's. Wie jetzt? Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Was kann das Ding hier? Es dient offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. Moment, hier kann ich Schilder aufstellen. Auch cool. Nee, das nicht. Ja, viele Glyphen haben wir jetzt ja nicht mehr übrig. Oh, irgendwie lebt hier noch immer noch was, oder? Muss ich das Ding jetzt irgendwie... Haben wir jetzt irgendwo noch einen Feind, den ich jetzt noch nicht sehe? Zumindest kann ich die Konsole gerade nicht mehr so benutzen, wie ich wollen würde. Hab's kaputt gemacht. Ich muss den wieder ausmachen. Geht das jetzt dafür wieder? Muss ich da jetzt nochmal hoch und das scannen oder was?
Ja, das Ding habe ich eben gerade genutzt. Gut, dass hier kein Fallschaden gibt. Was ist das Symbol? Aber irgendwie kann ich da unten gerade nichts mehr machen. Ich höre auch immer noch komische Geräusche, ganz ehrlich jetzt. Irgendwo muss doch noch was sein. Hässlichen Geräusche. Ich kann einfach auch normal laufen. Fällt mir eigentlich gerade so auf. Oh, da will ich nicht runterfallen. Aha, aha, aha. Da war mal jemand von uns. Das sieht alles voll interessant aus. Haben sich als Open-World-Spiel beim Mass Effect echt was einfallen lassen. Das gefällt mir richtig gut. Oh, da oben ist auch noch irgendwie mal so eine... Aha! Lebenserhaltung wiederhergestellt. Boah, wie geil ist das denn? Ich kann jumpen und dann im Jumpen... Das ist geil! Aber es muss halt ein bisschen schwer damit zu zielen. Die schießen ganz schön scharf ein. So, und jetzt kann ich wieder. Hab ich mir vergessen, welches Symbol das war. Nein. 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 Ja. Mann! Interfacing fehlgeschlagen haben. Was mache ich denn falsch? Verteidigungssysteme werden aktiviert. Ich muss jetzt aber ehrlich gesagt gestehen, dass ich in solchen Sachen manchmal echt schlecht bin. Das hat... Ich hätte doch inzwischen alle drei. Entschlüssel den Regelcode, indem den Rasterglyphen zuweisen. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals aufhalten. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Hätte ich das nicht erstmal gleich lesen können oder so? Oh nee, ey. Oh Gott, das ist wie Sudoku hier. Haben wir schon. Haben wir auch schon. Haben wir auch schon. So. Haben wir. Haben wir. Haben wir nicht. Haben wir. Haben wir. So. Ey, das tut mir echt leid, also ich hab das vorhin nicht gecheckt. Hier, er war es hier. Der da, nee, er hier. So. Was machen wir ihn hier noch? Das ist der komische Geriffelte. Jetzt er hier, es ist der. Erfolg, ja, gut. Dankeschön. So langsam habe ich den Bogen raus. Ja, dazu muss man das aber auch erstmal verstehen. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren.
UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Ein Landungsschiff der Kett! Ernsthaft? Hat man hier denn nicht mal eine Sekunde Ruhe? Also ich muss sagen, in Mass Effect spiele ich gerne Scharfschützengewehre. Einfach dadurch, weil die Kopfschüsse dadurch extrem stark sind. Bilde ich mir das nur ein? Oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf? Auf wo wir Relikt-Tech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, die sind halt auch daran interessiert. So, ich fresh nochmal meine Munition auf. Wie war das? Zack. Das muss ich wieder voll sein. Ja. Geht zurück zum Nomad. Und dann geht's auch schon zum nächsten Atmosphäre-Dinges-Gedöns-Gerät. So muss ich hier bloß erstmal irgendwie wieder runterkommen. Vater. Das ist eine richtige Fahrt. Das ist schon wieder Cat. Achtung, Cat! Freunde! Oh, manchmal muss man auch treffen können. Okay, den habe ich auch erstmal nicht gesehen. Sind das alle? Also, du vergesst das Scan hier voll. Was wollten die hier? Was haben die hier gemacht? Nee, ist das ein Cat-Fahrzeug? Jetzt sag nicht, dass das ein Cat-Fahrzeug ist. Doch, das sind wieder die Blitzableiter. Ich glaube, das ist ein Cat-Fahrzeug. Oh mein Gott. Das sieht aber geil aus. Die haben auch Reifen. Die Cats sind wie wir. Ein Cat-Fahrzeug. Also ich sag mal auf jeden Fall, dass es ein Cat-Fahrzeug ist. Das muss das ganz sonst sein. Also die Dinger verbinden sich aber auf jeden Fall irgendwie und machen dann was. Was ist hier los? Sieht aus, als hätte die Geißel diese Relikte erreicht. Geißel hat die Dinger erreicht und jetzt sagt nicht, dass die Roboter sich wundern, was da los ist und die versuchen jetzt hier alles ins Reine zu bringen. Das wäre geil. Ja, auf jeden Fall haben wir schon mal jetzt drei Parteien, ne? Wir Andromeda-Initiative, Leute. Hä? Ich hab irgendwie was gesehen, aber okay. Einen roten Punkt auf der Karte. Also eine Roboter-Initiative haben wir als Fraktion, dann haben wir die Cat und dann haben wir jetzt anscheinend noch diese Relikt-Roboter. Mal gucken, ob da noch mehr kommt. Das sieht nach einer Art Cat-Einrichtung aus. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Ja, dann kämpfen wir halt. Achtung, Cat! Schießen, ey. Feindliche Shuttle im Anflug. Der Kopf ist weg. Schade, nicht schnell genug geschossen. Come on. Yeah.
Schaden. Ein bisschen gedauert. Jetzt sind weiter, ich kann da drüben weiter. Erstmal Behälter öffnen. Schnell mal looten. Aua. Merkt, dass ihr auf mich schießt. Ups, das war ich so, ich brauche das so. Aua. Soll ich mal auf eine andere Waffe wechseln? Also irgendwie gefällt mir diese Pistole nicht. Wenn man das jetzt gedacht hat, dass sie ihn deaktiviert hat. Oh, aus der Hüfte. Sieht so an, als wenn da noch mehr Cats kommen. Oder was, einfach nur ein Gemurmel? Okay. Quantenergiegeneratoren. Alles scannen hier. Den ausgemacht. Da drinnen wahrscheinlich. Boah, ich will auch so ein Jumpsuit haben. Ich will ja gar kein Jumpsuit, sondern so ein Ding halt. Ein Jetpack. Also real life. Müsste ich doch eigentlich alle abgeschaltet haben. Genug Munition habe ich anscheinend. Da komme ich aber auch noch nicht rein. Aha. Oh, Cutscene. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Beeindruckender Auftritt, ganz klar. Das war ziemlich cool. Oh, klar war es das. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Ich bin der Pathfinder. Ich mag die Augen von den Krokanern. Tatsächlich? Oh. Nennen Sie mich Ryder. Drag, Nakmor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Krokaner nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Erkunden. Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cats sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was sie können. Schön ist es nicht. Wissen Sie, wir könnten einen Krokaner wie Sie gebrauchen, Drake. Schmeichelhaft, aber wissen Sie, wie viele Menschen ich schon sterben gesehen habe? Sie sind Fleisch und behindern mich nur. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Cat hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay.
Gut, denn langsam langweile ich mich und die Cat werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ja, ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Ich finde ihn richtig cool. Ich mag Krogana sowieso. Die sind irgendwie so immer so... Würde ich sagen, rau. Aber halt so... Ein bisschen die Grobiane. Teile für das Projekt von Anlage 2. Terminal. Check. Anton, Darren T. Wir können nicht ungeschehen machen, was ihr... Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich eindeutig übersetzen. Der Rest ist in Catch-Schrift verfasst. Ohne weitere Sprachstudien können nur einige wenige Worte übersetzt werden. Teilübersetzung, niedere Spezies, gewöhnlich Entsorgung. Passiert ist. Geil. Die wollen uns also entsorgen. Ja, das können wir, Pathfinder. Je mehr, desto besser, oder? Ich habe unbenutzte Fähigkeitspunkte. Die will ich aber gerade nicht benutzen. Deshalb sind sie unbenutzt. Kann man... Ah, jetzt. Wir haben schon zwei Bahnen. Wir haben den hier. Und hier auch noch. Ne, wo geht denn die andere Bahn hin? In den? Ach, und in den. Na, alles klar. Alles cool. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Die Strahlungswerte liegen im kritischen Bereich. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Alter, wo ging das denn so schnell? Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Ich muss da oben rauf. Lebenserhaltung ist stabil. So, noch rauf hier. Und dann gucken wir mal, hier müssen wir einmal so ein Tüte scannen. Man muss da oben noch drauf. Wie komme ich da rauf? Ja, eigentlich nur über das Ding da. Da muss ich mich beeilen. Ich komme da nicht hoch. Was machen meine Bots da drüben? So. Okay. Lösen wir dieses Rätsel. Jetzt kann ich beide prüfen. Erstmal hier Interfacing. Gucken, was ich diesmal. Das war's. Ach, gar kein Rätsel, alles klar. Das war jetzt irgendwie zu einfach. Die Monolithen sind online und verbunden mit etwas im See. Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. So, erstmal schnell Munition aufgefüllt. Und dann gehen wir zurück zum Nomad. Dann gucken wir mal, was sich da so um See versteckt. Tür auf. Ich kann ja auch den Berg runterfahren oder einfach so runterfahren. Schauen wir mal gleich mal. Ziemlich gut funktioniert. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Also noch schon wieder Cat. Abbauzonen wurden Ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. Ach komm. Das
funktionieren die aber gerade gar nicht. Das finde ich. Die prügeln sich mit den Relikten. Da fahren wir mit dem Nomaden dichter ran. Und schauen aber mal, was hier los ist. So. Was macht Kraft? Alle erwischt! Hab schon! Netter Kopfschuss! Schnell nachladen. Es macht mich immer noch nervös, die Geißel so zu sehen. Sollen wir das überprüfen? Das wäre so ein bisschen übertrieben, ne? Und das war's für ihn! Was war das denn? Ich hab mitbekommen, dass hier wohl noch irgendwas war. Und ansonsten kann ich nicht viel scannen. Was schießen die denn da? So weit komme ich nicht. Die Strahlungswerte liegen im kritischen Bereich. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Ja, das ist das Problem. Da komme ich nicht ran. Meine Sensoren registrieren technische Flugzeugfeinde. Tempo-Schwelle! Ja, fahren wir die doch an. Granate kommt! Zu wild. Die Treppe. Sind die hier abgestürzt? Oder warum sind da so komische Sachen hier? Na gut, schauen wir nochmal schnell weiter. What the fuck? Eingestiegen. Wo kommen wir da jetzt hin? Hier runterfahren. Wenn Sie schon zum Sicherheitsteam gehören, dann sorgen Sie auch für Sicherheit. Ich weiß, was ich tue. Bevor ich damit angefangen habe, gab es diesen Job gar nicht. Wenn wir scheitern, gibt es keinen unserer Jobs mehr. Das ist mir bewusst. Danke. Exakt. So, bevor ich da jetzt hinfahre, mache ich hier einen kleinen gemeinen Cut. Und das seht ihr dann erst morgen, was hier passiert. Weil 37 Minuten stehe ich schon wieder auf der Uhr. Insofern... Tut mir leid. Seht ihr erst zum nächsten Mal. Insofern, bis morgen und haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Und ich hoffe, auch die Qualität von dem Video hat sich jetzt so wie angekündigt verbessert. Und hat auch so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. Ja. Insofern, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.